So, willkommen zurück zu einem neuen Tales of Wind Video. Und was ich euch heute zeigen möchte, ist der erste Charakter auf unserem Server, der die 1.000.000 BR erreicht hat. Die Spielerin ist jetzt schon seit einigen Tagen über diese Marke hinweg. Und ich dachte mir, ja, jetzt machen wir mal ein kurzes Review darüber und schauen uns einfach mal den Charakter von ihr an. Wie ihr seht, Nummer 1 auf unserem Server natürlich Muses, GZ an dieser Stelle, mein Guildmate, Guildmatin, weiß gar nicht, wie man zu einer weiblichen Person dazu sagt. Auf jeden Fall, wir vergleichen das Ganze mal, wenn ihr seht, das sind jetzt die Differenz zu mir, das sind über 170.000 BR, was natürlich enorm ist. Ich würde sagen, wir schauen uns den Charakter mal von ihr ein bisschen an und schauen, was sie so hat oder was man noch verbessern könnte oder wie man den Paladin spielt. Ich weiß, sie spielt einen Crit-Paladin, einen DD-Paladin, also wer hier meint, Kritik üben zu müssen, der ist jetzt hier ein bisschen falsch an der Stelle, weil ihr könnt euren Paladin auf verschiedene Weise spielen vom Set her. Ihr könnt ein Crit-Set nehmen, ihr könnt auch ein Block-Set nehmen, ihr könnt ein Reflect-Set nehmen, ist euch überlassen. Ich denke, ein Crit-Set, das bietet euch im PvP halt die Möglichkeit, mehr Damage zu machen. Würde auch ich bevorzugen. Und wenn ihr eure Klasse mal wechseln möchtet, seid dann mit einem Crit-Set natürlich besser dran. Wenn ihr ein DD oder so wieder spielen wollt, bleiben euch da natürlich mehr Optionen. Klar, im PvP würde man wahrscheinlich einen Reflect-Set, gerade wegen Palas Skill, wo ihr den Damage reflekten könnt, bevorzugen oder ein Blockset. So, ich würde sagen, wir schauen uns alles mal nacheinander an, vergleichen das ein bisschen mit mir, Noob. Und dann am Ende vom Video werde ich euch noch ihre Stats posten, die sie mir geschickt hat. Könnten mittlerweile ein bisschen Differenz drin sein zu dem, was ich euch jetzt zeige, weil ich habe die Stats jetzt vor einer Woche schon bekommen. Aber das erste Video, was ich aufgenommen habe, musste ich wieder löschen. Da gab es mittendrin ein kleines Problem mit der Datei an sich. War also nicht mehr brauchbar. Deswegen kann das ein bisschen abweichen. So, ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der Waffe an. Wie ihr seht, wenn wir es vergleichen. Sie könnt also bei den zusätzlichen Attributen ist natürlich noch Luft nach oben. Aber das ist halt so richtiger Endgame-Shit. Wenn ihr hier einen Stat blockieren wollt, den er dann nicht mit rerollt, um andere zu bekommen, geht halt tierisch an die Mats. Okay, wenn wir das Ganze jetzt mal anschauen, die Karten hier, ihr seht göttliche Minerva, gute Werte hier, auch hier schon gerollt. Wenn man das Ganze mit mir vergleicht, so, hier haben wir eine Schalmflocke und den Gott Abenteurer Waschbär. Okay, nice. So. Checken wir das hier mal ab. Wie ihr seht, auch hier bei den zusätzlichen Attributen ist natürlich noch Luft nach oben. Aber sowas ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. So, schauen wir uns mal die Karten an. Verderbnis. Den Glutbetrachter. Succubus und Norm. So, wie ihr seht, hier das Crit Set. So, und wie vorher schon gesagt, es ist ein DD-Paler. Von dem her auch gehen die Karten, so wie ich sie hier sehe, auch völlig in Ordnung. Dürft natürlich gern eure Meinung, euer Bild davon in den Kommentaren unten reinschreiben. So. Wo sind wir? In der Hose, wie ihr seht, jetzt eine Loras-Karte drin. Ich weiß nicht, ob sie da eventuell was ausprobiert, wächst dem Schaden gegen Bosse und der Crit Rate und Crit Damage.
ob sie da für diesen Slot keine andere bessere hat oder nur am Probieren ist, weiß ich nicht. Hier natürlich Luna für den Crit Damage. Zanimi ist auch klar, Attack, Crit Rate, Crit Damage. Und über Dexter brauchen wir nicht reden. So, hier schwarzer Kater, natürlich die gute Version in Rot. Hier wieder einen netten Dexter. Hier wieder Luna für Crit Damage. Und hier Vermögen Sakura. Okay. Und das Ganze mal mit mir vergleicht. Puh. So, was haben wir schönes auf den June drauf? Hier auch wieder den schwarzen Kater. Dexter. Loras. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie mit Loras hier etwas probiert mit der Crit und Crit Damage, um mehr Damage rauszuhauen, speziell gegen Bosse, da ja hier noch Schaden gegen Bosse auch gibt. So, was haben wir hier noch? Unser Talisman. Bitte nicht vergleichen mit mir, das wird peinlich für mich. So, schauen wir mal. Lastias. Okay. Bogenlicht. Sherrills. Spricht man so aus? Ich weiß es nicht. Das Wildwesen. So, hier diese zwei Karten. Nora und Rotel. Hätte ich beide gern, habe ich beide nicht. So, dann schauen wir noch ihre Embleme an. Ja, hat auch einen netten Wert. Und das hier auch. Also wie ihr seht, gerade beim Neuschmieden, es ist natürlich Potenzial nach oben, aber wie gesagt, sowas ist Jammern auf hohem Niveau. Karten sind auch sehr gut, muss man sagen. Wenn man das jetzt mit mir vergleicht, ausrüstungstechnisch, juhu, habe ich einen kleinen Vorteil. Seelenkarten, da schaut das natürlich schon wieder ganz anders aus, wenn ihr das vergleicht. Das sind einfach 20.000 BR Unterschied und das ist eine Menge. So, was gibt es als nächstes? Schauen wir uns erst die Wächter an, vergleichen wir es mit mir. Hänge ich natürlich auch 11.000 hinterher. Schauen wir die hier mal kurz durch. Wie ihr seht. Wer jetzt kommt, ja, keine roten Wächter und bla bla bla, die muss man auch erstmal zusammenbekommen. Also es ist natürlich alles so, wie es ist, in Ordnung. So, was haben wir als nächstes? Die Fertigkeiten natürlich hier Gleichstand, da sind wir bei dem Max-Skill unterwegs. So, und jetzt kommt's, Kampftier. Ich meine, ich bin jetzt, ich würde mal sagen, gut dabei, ich bin nicht schlecht, ich bin aber auch nicht besonders gut. Nur das mit ihr vergleicht hier, 42.000 BR Wert Unterschied und das ist ein Haufen. Wenn wir das mal vergleichen, wie ihr seht, das ist Rang 3, 2 Sterne, heißt, ihr braucht ja pro Rang 5 goldene Eier, um den Rang aufsteigen zu können, also müsst ihr rein füttern. Damit ihr das überhaupt so hoch bekommt, heißt 5 10 plus die 2, 12, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 12 goldene Eier liegen da schon drin. So, vom Equip erklärt sich von selbst, das ist alles Rang 2. Hier sogar noch die verbesserte Version. Den Rest schauen wir jetzt nicht alles durch. Und wie ihr seht, ihr Gesamt-BR könnte ja noch etwas höher sein, wenn diese Kugeln hier, also es sind jetzt so, noch funktionsfähig wären. So, und dann jetzt schauen wir mal Zubehör. Also da muss ich euch sagen, vernachlässigt das nicht. Es gibt euch erstens einen enormen BR-Boost. Was aber viel wichtiger ist, es gibt einen ordentlichen Damage-Boost, wenn ihr euer Zubehör gut levelt, also upgradet und auch goldene Teile davon habt. Wie ihr seht, mal schlappe 50.000 Unterschied zu mir. Wir schauen uns das Ganze mal an. Sie hat es bis jetzt auf... Ihr seht, alles plus 9 und ein Teil plus 10 verzaubert oder hochgelevelt. Das Ganze ist natürlich auch eine teure Angelegenheit, wenn man dies macht.
So, lasst uns mal durchschauen. Vergleichen Sie mit mir, sie hat natürlich alles Gold. Mir fehlen noch zwei Teile. Wie ihr seht hier, 4 Feuerwerte drauf, einmal Wind. Kann man natürlich noch, wird sie bestimmt irgendwann umrollen. Hier auch, wie ihr seht, mein goldenes Teil immer noch schlecht gerollt. Mit 3 Werten, da drüben wieder 5. Mit einmal Dings, Eismacht drauf, hier auch wieder 5. Aber wieder mit einmal Wind. Hier haben wir 4 Werte und hier auch 4 Werte. Also ihr seht auch hier, ich denke, wenn sie ein bisschen die Marz wieder hat zum Verschmelzen, Rerollen, ist auch Level 13 demnächst bald drin und dann gibt es ihr nochmal einen dezenten Boost. So, hier, wenn wir auf Aufwecken schauen, sie hier mit 47,4, ich mit 30,6, natürlich auch ein Ding und Runen natürlich auch einiges mir voraus. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wie ihr seht, sie ist hier bei den auferweckten Fähigkeiten mit hier Level 6, 8 und 4 von 10 natürlich enorm weit. Bei mir steht da überall 1, 1, 1. So, jetzt schauen wir uns das Ganze noch an. Ihr seht ja auch die Runen schon extrem gelevelt. Wenn man sieht hier plus 10. Was gibt das hier an Werten? Ausweichen, schwer, okay. Auf die Werte gehen wir jetzt nicht gesondert ein. Hier noch schön plus 9, auch diese Rune plus 10 und alles schön in Gold. So, hier natürlich auch 3 goldene Runen drin. Was haben wir hier? Plus 5. Diese haben wir hier plus 6 und hier eine plus 7 Rune. So, hier haben wir nur 2 Runen. Ich denke, das wird daran liegen, dass der eine Slot noch nicht freigeschalten ist, eventuell. Oder sie hat keine. Können wir gleich mal gucken. Wie ihr seht, auch die Runen hier auch schon ordentlich gelevelt. Als 4 von 10, ich glaube auf Level 5, ich weiß es jetzt nicht auswendig, wird der nächste Slot freigeschalten. So, wie ihr seht, das ist vom BR-Wert her und der erste Charakter auf unserem Server, der die 1 Million BR erreicht hatte. Natürlich auch GZ an allen anderen, die es mittlerweile geschafft haben. Nems, Ray, Angie und ich denke Menethil, wenn er sich in Food reinhaut, ist auch soweit. Ja, ihr dürft mir gern in den Kommentaren da lassen, was ihr davon haltet. Könnt ihr gerne runterschreiben. Und im Anschluss an dieses Video hier haue ich euch noch die Gesamtstats von ihr rein. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und könnt es mal mit euren vergleichen. Also ich war von den Attack, muss ich sagen, recht begeistert. Um einiges mehr wie ich als DD, was natürlich traurig ist. Aber naja, ich habe noch ein bisschen Zeit aufzuholen. So, an dieser Stelle sage ich natürlich mal wieder danke fürs Einschalten und Zuschauen. Natürlich danke für euren Support und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.